Hallo schöne Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess, die Wii-Version zu 100%. Wie habe ich ja alles gesagt im letzten Part, 100%, really 100%. Nicht, dass ich schnell sage, ne, ich mache doch keine 100%. Ich möchte das Spiel einmal in meinem, 100% haben. Aber was hat er jetzt eigentlich in unseren... What the hell? Warum steht hier eine Kiste drin? Egal, mir. Du, das Holzschwert ist gut gepflegt und hat in dieser Truhe lange auf dich gewartet. Verwende die Wii-Verwendung, um es zu schwingen. Das Spiel lügt, das geht nicht, ich schwinge. Was eine Lüge. Ich hoffe, ihr hört den Nunchuck nicht zu laut, weil ich habe den ja hier so unten. So, eigentlich aus der Lautstärke. Habe ich den, so. Und jetzt reden wir mit... Ah, guck mal, jetzt. Der! Die! Ah, Link, du hast ja eine Schleuder. Super, Link. Du hast ja sie gekauft. Nein. Ich tue nur so. Alles vorbereitet. Also an den Zielscheiben und den Vogelscheuchen kannst du uns zeigen, wie toll diese Schleuder funktioniert. So ein Kinderkram. Es sind eben noch kleine Jungs, Link. Mach ihnen einfach die Freude, sagt die Richtige. Zunächst siehst du, indem du blablabla mit Hilfe von blablabla bewegst. Okay. Das ist jetzt ein bisschen doof. Weil ich muss dann so wie Mario Galaxy ein bisschen weiter zurückgehen. Zack. Wahnsinn, getroffen in der Gebrauchsanweisung steht blablabla. Ja, ist mir egal. Bam. Ah ja, und ich habe gesagt, in der Game-Version schalte ich ja immer noch so auf Scheiden, dass ich nur einmal L drücken muss zum Anvisieren. Hier halte ich Z gedrückt, das bin ich auch Skyward Sword gewohnt. Also werde ich es auch hier weiterführen. Und... Bam! Wow, Super Link! Ziele in der Nähe kannst du... Ja, Tutorial, Tutorial interessiert mich nicht, deswegen... Wenn ich der Quatsch überspringen. Link, du bist wirklich unglaublich. Wirklich? Schwert, Schleuder, egal was. Du kannst mit einem umgehen. Ja, genau. Sei es das nächste Mal, wie man mit dem Schwert umgeht. In letzter Zeit sind die Affen hier so frech, aber ich werde sie alle fertig machen. Du musst mir nur zeigen, wie man mit dem Schwert umgeht. Na klar. Hurra. Und welches Schwert willst du haben? Du hast doch gar keins gerade. Super, also zeig uns zuerst Attacke. Man muss da bla 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 bla. Ah. Ja, ja, was willst du jetzt? Super, ein Horizontalhieb. Fantastisch, oder? Mitte von blablabla. Und jetzt? Ich weiß, Link, du hast diesen tollen Trick, wo du erst mit Z fokussierst und dann blablabla. Stichattacke, so heißt es doch. Ich habe nach... Oh. Das war doch voll Absicht von dem. Ja, das war es echt. Oh, geil! Die Wärmeattacke! Dafür müssen wir den Nunchuck bei der Wii-Version rotieren. Also einfach mal... Bam! Schütteln eigentlich so. Super geil, Mann. Und jetzt will ich die Sprungattacke sehen. Bam. Oh mein Gott. Echt super, Link. Herzlichen Dank. Ich denke immer, ich weiß jetzt, wie er es macht, aber selbst kriege ich es nie so hin. Naja, einen einfachen Gegner könnte ich schon besiegen. Vielleicht einen Affen oder so. Wer vom Teufel spricht. Tschüss. Warte. Geht nicht in den Wald, Kinder. Hört das auf. Verdammt, jetzt habe ich doch für Link gesprochen. Verdammt. Aber ich glaube, das dachte er sich in dem Moment. Colin, ich gehe die suchen. Tschüss. Ich rede doch für Link. Egal. Selbst wenn er Link heißen, rede ich für ihn. Nicht witzig. Ich muss mich noch vom voll richtig ran gewöhnen. Betty, wo sind Taro und Maro? Maro, wo ist Taro? Oh mein Gott, der ist weiter in den Wald. Schnell, Bruder, schnell, lauf! Navi, los, suche Taro! Hey, listen, er ist weiter in den Wald! You don't say. Wald von Firone. Sieht ganz anders aus als in Skyward Sword. Bitte dich! Das ist doch normal. Okay, da mal. Ja.
Aber was einem auffällt, das Pferd heißt immer Epona. Egal in welchem Spiel von Zelda, das Pferd heißt Epona. Selbe Namen forever. Aber Link heißt ja auch immer Link und Zelda, Zelda und Mario, Mario oder Peach, Peach. Ey! Epona! Ich höre schon Gegnermucke, aber uns fehlt noch ein Item, um weiterzukommen. Nämlich die Lampe. Und die kriegen wir von dem. Ach, aus Ordnung, na typisch. Weißt du denn nicht, dass es selbst ein Tag gefällt ist, ohne dich in den Wald zu gehen? Hier gibt es jede Menge Höhlen und so etwas. Und so, wo es auch tagsüber dunkel ist. Hier, nimm das. Du hältst die Lampe, öffne. Ja. Erklärungen interessieren keinen Menschen. Ich verkaufe hier Öl. Bla bla bla. Okay, nee, ich wollte gerne die Flasche da. So, jetzt haben wir auch eine Lampe. Ja, Mann, Lampe. Los, Rubine. Man braucht nicht so wie ein Skyward Sword, wo der alle Bewegungen nachmacht. Nein, hier musst du einfach nur willenlos herumschwingen. Nein, sei ruhig. Ja, ich höre die Kerne. Du hättest 50 Kerne. Geil. Eine Route aus Holz. Damit hat Tau immer gespielt. Link hat gesprochen. Oh mein Gott. Das geht doch mal gar nicht, Link. Du darfst nicht sprechen. Ey, Link. Nein, Flairmaus. Zack. Ha. Du. So, seht ihr ein bisschen mehr. Au. Ey, du Pisser. Das hättest du nicht tun dürfen. Das hätte er nicht tun dürfen. Mir zu schaden. Burn. Ratten. Oh, das Money drin. Also, Schleuder. Einmal zack. Zack. Ich sagte zack. Ein bisschen Geld mitnehmen. Ich sagte mitnehmen, Link. Und jetzt da hinten noch eine Kiste holen. Oh. Deku Baba, hau ab. Die Schmackheit. Fledermaus. Ah. Bam. Boah, ist das ungewohnt jetzt hier mit Remote und so zu spielen, aber ich werde mich ja schon wieder einfinden, Leute. Weil ich habe das Spiel auch vorher nicht mehr gespielt, also ich habe das jetzt nicht angetestet oder so, Leute. Ich habe einfach die Wii geschoben und gezockt. Doch, ich habe einmal ganz kurz angetestet, aber danach habe ich einfach nur jetzt in der Aufnahme zockt, richtig. Weil ich wollte noch mal wissen, ja, wie ist das so mit Schwingen und so. Ey, Link, hör auf damit. Ich habe jetzt nur die Wii-Mode kurz bewegt, das solltest du nicht tun. So. Und Leute, gleich kriegen wir schon unser erstes Herzteil. Spiegelverkehrt denken, da lang. Also ich habe keine Probleme mehr damit, hier spiegelverkehrt zu denken, Leute. Irgendwie ist das bei mir so. Ich gucke mir das kurz an und weiß direkt Bescheid. Oh, Kleingeld. So, hier ist auch ganz leicht, wo man hin muss, nämlich da hin, wo ich eigentlich Navi lenken wollte. Hey, listen, watch out! Ach, Goblin! Tschüss! Ich müsste eigentlich mal die Bewegung von Link so nachmachen. Das habe ich damals gleich gesehen, habe ich auch, wenn die Stichattacke habe ich so wie Link gemacht. Oh, huh. Aber jetzt schwinge ich einfach nur so. Bam! Als würde ich ein Schwert schwingen. Ich schwinge ein Schwert. Und habe 34 Rubine. Wir brauchen später nochmal 100 Rubine. Deswegen sammle ich auch so fleißig noch immer. So, hier kriegen wir unser erstes Herz in diesem Raum, Leute. Bam! Ich wollte eigentlich die Wirbelattacke machen, aber egal. Oh, ein Herz. So, und zwar ganz offensichtlich einfach die Fackeln anzünden. Link, öffnen. Ey! Du hättest einen kleinen Schlüssel, eröffnet dir das Tor zum Wald von Firona. Und das Herz ist in dieser Kiste. Du erhältst ein Herz, sammelt 5 davon, um ein zusätzliches Herz zu erhalten. Es gibt ganze 45 Herz in dem Spiel, Leute. Und die sind auch fies versteckt. Aber für mich kein Problem. Ich werde sie finden. Nein, Link. Ah, Goblin. Nein. Tschüss. Hier ist Rubine. Los, gib mir Rubine. Ja, Mann, ein Einer. So, jetzt müssen wir dahin.
Da, wo gerade Navi drauf ist. Das ist lustig in der Wii. Ich kann euch hin zeigen, wo ich jetzt hin muss. Mit Navi. Komm, hier hat Fledermäuse hinterher. Wenn ja, mach ich einfach eine Wirbelattacke. Robina? Nein, Herzen. Nein, du gehst sterben. So gehört sich das nämlich auch. Du musst einfach nur... Oh, zwei Typen von euch. Tschö, ey. Was sollte das denn? Oh, einer verliert einen Fünfer. Und einer verliert ein Herz. Nein, ich will nicht, dass du da drüben stirbst. Ich will nämlich wissen, was du verlierst. Wow, und einer. Obwohl, her damit. Und einer. Puh, braucht ja einen. Oh, doch, den brauche ich. Ich brauche natürlich jeden Rubin auf der Welt. Nicht. Oh, da sind nochmal zwei Goblins, die jetzt aufs Maul bekommen wollen. Können sie gerne haben. Hier, kommt her. Ich bin Link. Zack. Tschüss, tschüss, tschüss. Schwit. Alter, geh weg. Tschüss. Pass auf, Leute. Den da, den könnt ihr ganz krass verarschen, weil... Kauf was. Pass auf. Rote Elixier, die kostet euch 30 Rubine, aber wenn ihr jetzt... Ihr könnt jetzt entweder sofort gehen, aber dann greift euch beim nächsten Mal an. Und ihr macht es so wie ich. Da. Zu wenig. Den nächsten Mal zählst du mehr. Nö. Tschüss. Dann lässt sich einfach verarscht, Leute. Ihr müsst eigentlich nur einmal den... Ihr könnt dem einen Rubin geben, der gibt sich zufrieden. Der sagt zwar zu wenig, weil nächstes Mal zählst du mehr, aber... Nö. Du denkst... Ich denke mir dann immer, nö. Ich zahle dir nicht mehr. Kriegst nur einen. Also eigentlich umsonst. Wenn man es sich so betrachtet. Hilfe! Ich bin ein Affe, ich brauche Hilfe! Ho. Natürlich helfen wir euch! Oh mein Gott, Goblins! Los, Navi, geh drauf! Hey, listen! Hey, listen! Der! Und tschüss! Fatality! Ching! Ja, ich befreie euch ja jetzt schon. Ja, das ist doof an der Wii-Version, dass man nicht die ganze Zeit die Bürgerattacke machen kann. So, wuh, wuh, wuh. Jetzt habe ich mein Mikrofon geschlagen, verdammt. God damn it. Ich muss mal ganz kurz was trinken, Leute, es geht nicht anders. Wenn du nicht gekommen wärst, Link, hätten die mich bestimmt zusammen mit diesem Affen zu aufgefressen. Er ist übrigens ein ziemlich netter Kerl, er wollte mich beschützen und dann sind wir zusammen hier eingesperrt worden. Du, Link, bitte sag meinem Vater nichts von der Sache hier, ja? Er sagt uns immer, wir sollen bloß nicht in den Wald... Oh, verdammt. Also bitte sag ihm nichts davon, versprich es mir. Man kann ja auch mit B weit drücken, das wusste ich gar nicht. Link. Hä? Colin hat mir erzählt, dass Taro im Wald verschwunden ist. Da bin ich so schnell wie möglich hierher gekommen. Aber ich glaube, du hast ihn schon nach Hause geschickt. Vielen Dank. Dieser Wald ist irgendwie seltsam geworden, findest du nicht? Hoffentlich passiert nicht noch Schlimmeres. Aber Link... Morgen willst du endlich nach Schloss Hyrule aufbrechen, nicht wahr? Ich denke, es ist gut, dass ich dir diese Aufgabe übertragen habe. Viel Erfolg, pass gut auf dich auf. Und wenn du Glück hast, triffst du vielleicht sogar Prinzessin Zelda. Zelda. Henny, geh weg. Wieso beginnen wir auf der Weide? Was soll das? Was soll denn das? Was soll das? Denn, hey... Hey, Link! Ja? Was gibt's? Verdammt! Brauchst du schon wieder Hilfe bei deinen Ziegen? So, Link, langsam ist es wohl Zeit für den Aufbruch. Wollen wir heute ein wenig früher Schluss machen? Natürlich! Ich kann jetzt gerne nach Hause gehen. Aber nein, er lässt uns nicht... Epona, komm her! Ho. Also gut, es geht los. Oh mein Gott! Wie viele? 20? Wow! Und dann gleich mal 4 rein. Heya! Könnt ihr bitte zusammenbleiben? Danke!
Nein, ihr bleibt zusammen. Dreht euch um. Ey, du blöde Ziege. Aber meine Zeit ist mir hier sowieso egal, Leute. Ganz ehrlich, ich will das nur schaffen. Da läuft die Ziege ganz... Da! Okay, dann nochmal eine Runde im Kreis. Das wird uns öfters passieren. Sind halt 20 Stück diesmal, aber das ist nicht sonderlich schwer, Leute. Düp, 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 düp. Ey, gehst du wohl wieder in die Dreiergruppe? Boah, ich dachte jetzt schon, das wäre zu oft gewesen. Wo sind die nächsten? Die sind schon in der richtigen Richtung. Nein! Fail. Warum seid ihr alle in diese Richtung gedrängt? Los! Nein, du gehst da rein! Rein da! Eine ist einzeln, das gefällt mir nicht, deswegen... Jag ich dich zu den anderen, damit wir das hier beenden können. Also ich den Part, das mir nicht... das hier. Was es später auch ein Herz ergeben wird, aber jetzt am Anfang noch nicht. Das wäre zu einfach schon. So, fehlt noch eine Ziege, weil die... Du blöde Ziege, na warte. Dich kriege ich jetzt. Los, beweg deinen Hintern. Beweg deinen Hintern, dich mag keiner. Los, beweg dich doch. Los! Schneller! Ha! Didit. Da merkt man, dass du ein echter Profi bist. Du bist 1 Minute und 6 Sekunden schneller als sonst. Also wird schon genug getan. Blablabla. Tschüss. Und aus der Weide raus. Ha! Gehen wir ab nach Hyrule. Wo wir jetzt hier hin müssen schon. Und wir hatten noch gar keinen Tempel. Oh, dann. Komm mal, Papa, da ist der. Hat er schon früher Feierabend, die Sau? Steht ihm gar nichts zu. Bla 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 bla. Ja. Oh, Link, schon fertig für heute? Wünsche einen schönen Feierabend. Dankeschön. Das Geschenk für den Hof ist schon vorbereitet. Du sollst dich jetzt auch für die Abreise bereit machen. Immerhin hat der Hof von Hyrule selbst um dieses kleine Geschenk von unserem Dorf gebeten. Der wäre es doch unziemlich, wenn der Repräsentant Ordens zu spät bei Hof erscheint, oder? Ihr habt einen weiten Weg vor euch, also passt mir gut auf Link auf, ja? Aber was ist das? Hä? Was soll das? Das Amity ist verletzt! Ja, das war so. Link, hast du Epona wieder zur Gruppe angefasst? Nein! Aber Elia riecht schon nicht gleich so auf. Vater! Hä? Wie kannst du nur so etwas sagen? Du bist ja Bürgermeister, also zeig auch etwas Verantwortungsbewusstsein. Armes Kleines. Boah, deine Tochter ist eine Furie. Ich weiß. Keine Sorge, Epona, ich bringe dich gleich zur Quelle im Wald. Der Lichtgeist, der dort wohnt, wird deine Verletzung sicher gleich wieder heilen. Aber Elia, ohne Bruder kann ich das Geschenk doch nie rechtzeitig abliefern. Unmöglich, dieses Kind. Ja, super. Elia, ich will mein Pferd zurück. Auf der Stelle! Da laufen wir jetzt auf hinterher. Ich will mein Pferd zurück. Sofort. Schlecht! Ich krieg das Bienennest da oben nicht runter. Forever alone. Du, Link, gehst zu Elia. Ich werde ja auch, aber die anderen. Du, Link, sollen wir nicht zusammengehen? Ja, aber ich möchte erstmal in mein Haus nochmal rein, weil im Keller wartet eine Truhe auf uns mit 50 Rubinen. Und die lasse ich mir nicht entgehen. Die will ich haben. Die gehört mir. Was ja auch cool ist, Link geht, läuft nicht richtig in den Häusern, wie in Ocarina of Time und so. Plötzlich, ihr seht jetzt nichts und jetzt... Wow, Link, hast du aber viel gespart.
Navi, was tust du da? Ach Leute, weil ich ein paar mehr Thumbnails so mache, habe ich schon 90 Thumbnails von Zelda Twilight Princess vorgefertigt. Dann brauche ich die später nicht zu machen. Da habe ich sie schon im Voraus fertig. Von Super Mario Galaxy habe ich hier auch schon so 40 Stück, weil da rechne ich nicht mit sehr vielen Parts. 40 Stück so. So Leute, aber ich würde sagen, ich beende hier unten den Part. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!